Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wie läuft eigentlich die Therapie wegen deiner Stimmungsschwankungen? Halt deine dumme Fresse, du süßes Teddybärchen. Mädchen sind wie Katzen. Sie kuscheln gerne mit dir, haaren dir alles voll, sind zärtliche Wesen. Ihre Scheiße stinkt zum Himmel. Sie tun so, als würden sie dich verstehen, damit sie gestreichelt werden. Schlafen gerne eingerollt, sind sich dauernd am Pflegen, kratzen gerne mal, sind die saubersten Wesen, aber verunstalten ihre komplette Umgebung. Wollen angegöttert werden und mögen es, wenn man ihnen an den Arsch packt. Aber weh, du triffst nicht richtig. Dann beißen sie dich, drehen sich um und gehen. Den Bauch einziehen bringt auf der Waage nichts, Papa. Anders kann ich die Zahlen nicht sehen, du diabolische Kopie deiner Mutter. Berufe raten in der Steinzeit. Bist du Jäger? Nein. Sammler? Verdammt. Mama, flipp jetzt bitte nicht aus, aber ich bin im Krankenhaus. Jens, verdammt, du bist schon seit 8 Jahren Arzt. Hör auf, jedes Mal anzurufen. Mein Name ist Britt. Wie bitte? Wie der Kleber, nur mit B. Buhu. Wie nennt man einen Islamisten, der älter als 30 wird? Spätzünder. An unserer Zoo-Hotline rufen ständig Leute an, die mich zurückrufen sollen. Thorsten Löwe, 42, verwundert. Meine Frau ist zwar keine Richterin, aber trotzdem kann und wird alles, was ich sage, gegen mich verwendet. Früher fiel ich alle 11 Minuten auf die Nase, aber jetzt nicht mehr. Ich schneeschippe jetzt. Ein Streifenwagen ist wie ein billiger Flaschenautomat. Wirf einen Stein rein und es kommen 2 Flaschen raus. Radiowerbung für Hörgeräte. Auch eine interessante Strategie. 5 Minuten dummstellen spart oft einen ganzen Tag Arbeit. Da ist zu viel Käse auf meiner Pizza. Alter, das ist, als würde ich sagen, da ist zu viel Geld auf meinem Konto. Ich hätte gern ein kleines alkoholfreies Radler. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand Bier in einem Satz 3-mal beleidigt hat. Ich habe dir Kuchen gebacken, um mich zu entschuldigen, dass ich dein Auto angezündet habe. Was hast du? Dir Kuchen gebacken. Größtes Paradoxon meiner Kindheit. Und die Sabine, die ich meine, nennt sich Maya. Rosen sind rot, Veilchen nicht, Lyric is easy, Schlagbau um Schwunggewicht. Hilfe, meine Freundin raucht, was kann ich tun? Gleitgel und langsamer. Mein Deutschlehrer ist so ein Korrekturensohn. Laut meiner Trainingsuhr habe ich heute schon 5 Kilometer an dich gedacht. Sind deine Eltern vielleicht Architekten? Du bist verdammt gut gebaut. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Und wenn du gerade neu hier bist, abonnier doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche.